Jo, liebe Sportsfreunde, euer Gönki am Start. Heute in dem Video Dinge, die dich älter werden lassen. Ey, es ist eine ganz lustige Story vorab, denn ich habe dazu eine Instagram-Grafik geteilt und die Leute waren so empört, wie ich denn nur so ein Arschloch sein kann und so unsympathisch und so empathielos. Folgende Grafik habe ich bei Instagram auch bei YouTube hier geteilt in der Community-Funktion und habe folgenden Satz dazu geschrieben. So, ich habe es wirklich so gemeint, weil ich das in dem Moment auch so fühle, wenn ich Menschen dann sehe, wo mir das auffällt. Folgender Satz: Ich bin jetzt selbst 35 und wenn ich Freunde oder Bekannte von früh aus meinem Abiturjahrgang nach vielen Jahren wieder treffe, dann bin ich teils schockiert. Viele sind richtig alt und fett geworden. Alt und fett. Klingt hart. Aber das ist das, was einem, ja, oder mir in dem Moment durch den Kopf geht, wenn ich nach Jahren Leute wiedersehe, die ich von früher aus dem Fußballverein kenne, die sportlich waren, aktiv waren und sich dann in meinen Augen so ein bisschen haben gehen lassen. Ne? Dieser Abiturjahrgang, das ist jetzt sinnbildlich. Das meine ich auch bei irgendwelchen Feiern, wenn man alte Freunde oder irgendwelche Bekannten wieder trifft oder welche aus seiner Stufe. Jeder kennt den Moment. Das ist, ne, das, was einem durch den Kopf geht. Boah, ist der fett geworden. Boah, ist der alt geworden. Obwohl die im gleichen Alter sind. Und damit meine ich das, dass wenn Leute irgendwann die Aktivität oder die gesunde Ernährung nicht mal ernst nehmen, dass der Alterungsprozess viel schneller geht und ab einem gewissen Alter, ich bin jetzt 35 bald, fällt das dann halt extrem auf im Unterschied zu Mitte 20. So, jetzt ist so, und es ist völlig nachvollziehbar, Familie, Beruf, andere Aktivitäten, andere Hobbys, bin ich ganz dabei. Ne? Die Lebensumstände ändern sich bei vielen und solche Dinge sind nicht mehr wichtig, wie, was weiß ich, regelmäßig zum Sport gehen, Fußballverein, ne? oder Eiweißpulver trinken, wie auch immer. Das sind ja auch nur, Beispiele. Aber, und jetzt kommt es, und ich kenne Leute, die kenne ich, seitdem ich 16, 17 bin. Seitdem, die kenne ich zum Beispiel aus dem Fußballverein, schöne Grüße, saufen die jedes Wochenende. Bis jetzt, bis heute, bis sie 35 sind, saufen sie jedes Wochenende sich so den Kopf voll, dass sie dann auf dem Boden liegen, nichts mehr hinkriegen. So. Das machen viele. Die rauchen, seitdem sie 14, 15 sind, 2 Schachteln am Tag und fressen genauso ungesund bei McDonald's oder sonst was wie mit 15, 16. Das ziehen sie durch. Und ab einem gewissen Punkt rächt sich dann der Körper. Und jeder wird älter, ich auch, man sieht das an den Haaren. Da werden jetzt viele sagen, ja, laberst du, aber lässt dir selber die Haare machen. Es gibt Dinge, die sind genetisch eigentlich festgelegt, da kann man nicht viel machen wie bei den Haaren. Es gibt aber einflussbare Faktoren. Und das sind diese Faktoren. So, ne? Und ich finde, man muss nicht perfekt leben oder gesund leben unbedingt. Ich esse ja auch meine Pizza, meinen Burger. Ich bin ja auch nicht Mr. Perfect und esse auch Fleisch und bla. Aber man kann ja gewisse Faktoren etwas zurückschrauben oder zurückschrauben oder Gewohnheiten verbessern. Und das ist ja genau der Punkt. Es gibt Dinge, und da gehe ich jetzt hier nochmal drauf ein, weil mir das wichtig ist, weil ich denke, das kann man ansprechen und das hilft auch dem einen oder anderen, vielleicht ein bisschen fresher zu sein. Es geht schon darum, dass man einen gewissen Lifestyle auch pflegt, um auch im Alter gesünder zu leben. Das sind ja alles Faktoren, die nicht nur auf die Optik, also auf das Altern, auf Falten oder auf Übergewichten Einfluss haben, sondern auch auf die Gesundheit. Ab einem gewissen Punkt lassen die motorischen Fähigkeiten auch aufgrund des Lifestyles nach. Das heißt, man ist verletzungsanfälliger. Bei Glatteis im Winter stürzt man schneller. Man kriegt schneller Infektionen. Versteht ihr, was ich meine? Diese Punkte, das geht ja nicht immer nur ums Aussehen. Ihr müsst das mal so richtig einordnen und verstehen können. Es geht einfach darum, dass man versteht, dass gewisse Dinge einem helfen können, dass man auch im Alter gesünder lebt, so, ne? Und es ist nun mal so, wenn ich sage, ich war schockiert, wenn jemand alt und fett geworden ist, wenn ich jemand jahrelang nicht sehe und von früher kenne und denke, Alter, was ist mit ihm passiert? Er ist so alt wie ich und sieht aus wie 50 und das kennt jeder mal. So, dann frage ich mich, okay, auch mit Familie und Job, kann man schaffen, aufhören zu rauchen? Man kann es schaffen, weniger Alkohol zu trinken, man kann es schaffen, ein bisschen Sport in der Woche zu machen. Weil ist Familie und Job immer ein Grund dafür, sein Leben komplett oder seine Gesundheit komplett wegzuwerfen und zu vernachlässigen? Ich denke nicht. Ich kenne auch viele, sehr viele, die beides auf die Kette kriegen. Und dementsprechend gehen wir mal auf die Punkte hier kurz ein.
Fangen wir mal mit unserer Lieblingsdroge Alkohol an, immer bezogen aufs Altern. Mal hin und wieder ein Bier, völlig okay, mal einen über den Durst trinken auch. Aber viele trinken Alkohol ja so wie Wasser. Das ist gesellschaftlich so akzeptiert, dass viele sich am Wochenende abschießen mit Freunden beim Fußball gucken. Und Konsequenzen, die gibt es ja eigentlich nicht. Die gibt es halt doch und gerade aufs Altern besonders große. Das heißt, erstmal schädigt Alkohol unseren Verdauungstrakt. Das führt auch dazu, dass Nährstoffe nicht mehr gut transportiert werden. Dementsprechend bekommen auch nicht mehr alle Zellen die Nährstoffe, die sie brauchen und dementsprechend auch nicht unsere Haut. Das heißt, die Haut altert extrem, wenn wir regelmäßig Alkohol trinken. Das Immunsystem wird geschwächt und dadurch, dass wir dann Alkohol trinken, kann es auch schneller zu Akne führen und so weiter. Ich sehe es bei vielen Leuten, die in der Mitte 30, 40 sind, die wirklich schlechte Haut im Gesicht haben. Wirklich Akne, Ausschlag bekommen, auch Hautkrankheiten entwickeln sich. Und ich weiß von denen, dass sie jedes Wochenende besoffen ist. Das kann man natürlich jetzt in Verbindung bringen, muss man aber nicht. Aber es ist einfach Fakt, dass einfach eine Alterung der Haut durch ja, übermäßigen Alkoholkonsum zustande kommt und dementsprechend ist es nicht verwerflich, das einfach mal auch anzusprechen in meinen Augen. Stress, auch ein Riesenfaktor. Was macht Stress? Stress führt dazu, dass wir einen instabilen Schlaf haben. Jeder kennt das, wenn man mal eine stressige Phase hat. Man denkt nachts nach, man kann nicht richtig schlafen, man hat einen scheiß Schlaf. Wir wissen, dass einfach Hormone gerade die Regeneration anregen im Schlaf. Ja, HGH, Testosteron, alles Dinge, auch die für unsere Gesundheit wichtig sind. Stattdessen wird Cortisol ausgeschüttet, ein Stresshormon, was den Hormonhaushalt nochmal mehr ins Ungleichgewicht bringt. Das führt natürlich auch wieder dazu, dass wichtige Organe, aber auch natürlich Haut, Haare und so weiter und so fort, ne, nicht wirklich neu gebildet werden, vernünftig von der Zelle und dementsprechend auch nicht richtige Nährstoffversorgung bekommen. Das heißt, Akne entsteht und so weiter, auch bei viel Stress. Man sagt das ja nicht aus Spaß, Mann, bist du alt geworden, zu viel Stress gehabt. Das ist ja auch so, man bringt das ja oft auch schon so im Alltag zusammen. Dementsprechend ist Stress auch ein Faktor, der uns altern lässt. Next point, Rauchen. Ich glaube, da braucht man gar keine Wissenschaft draus machen. Punkt 1 ist natürlich der, Nikotin verengt unsere Blutgefäße, der Sauerstofftransport wird schlechter. Das heißt, die Haut bekommt keinen Sauerstoff, auch die Nährwerte werden schlechter transportiert. Offensichtlich, dass dann auch die Haut altert, aber auch Akne entstehen kann. Ja? Zudem haben wir natürlich auch Dinge wie den Verfärbungsprozess von Zehen, von Nägeln. Und man sagt teilweise, dass Raucher bis zu 5 Jahre ab einem gewissen Alter älter aussehen. Also Rauchen macht dich halt nun mal auf Dauer älter. Und ich würde wirklich die Finger davon lassen. Aber das wissen die meisten Raucher ja auch. Ne? Und es ist ja auch so, jeder hat so ein Manko, wenn man mal eine Fluppe raucht. Aber wenn halt diese Faktoren zusammenkommen, dann beschleunigt das halt so einen Alterungsprozess. Das nächste große Problem kann Zucker sein. Esse ich auch viel zu viel von. Hier spricht man von der Glykation. Das heißt, dass wenn Insulin Zucker verstoffwechselt, überschüssiger Zucker sich an Protein- und Lipidmolekülen binden kann. Und das macht der Zucker sehr gerne mal an Kollagen oder Elastan. Das sind sozusagen die Proteinverbindungen, die wichtig für eine gute, gesunde und elastische und jung aussehende Haut sind. Ne? Das heißt, dadurch, dass sich Zucker quasi überlagert, wird die Haut nicht mehr so elastisch und kann schneller altern. Diabetes ist leider auch noch ein Punkt, den kann man ansprechen. Kommt auch bei vielen erstmal im Alter dann. Ne? Und es kann auch auf Zuckerkonsum zurückzuführen sein. Deswegen Zucker bestenfalls ein bisschen einschränken. Einsamkeit, schwieriges Thema, aber es ist tatsächlich so, und auch hier gibt es sogar eine Studienlage, die mit Papageien durchgeführt wurde, wo festgestellt wurde, dass die Zellteilung bei einer Isolation von Papageien langsamer wird und nachgibt. Das heißt, sie werden älter, weil sie alleine sind. Das sind ja auch soziale Tiere, ja, genauso wie wir. Allerdings ist es natürlich auch offensichtlich, dass wenn Einsamkeit vorherrscht, dass es viel schneller zu Depressionen führt. Ne? Und Depressionen, das wissen wir alle, sind natürlich Auslöser für weitere Krankheiten. Und das altert natürlich auch, wenn wir schneller krank werden, schneller anfällig sind und unter Depressionen leiden. Dementsprechend auch hier versucht, gesellschaftsfähig zu sein. Ist immer ein schwieriges Thema. Gerade im Alter ist natürlich Einsamkeit was ganz Grausames, was man vielleicht gar nicht verhindern kann. Aber es ist leider ein Fakt, dass Einsamkeit allgemein altern lässt. Und kein Punkt ist tatsächlich offensichtlicher als wenig Bewegung. Dass wenig Bewegung altern lässt, das brauche ich hier niemandem erklären, ob es einfach sitzende Haltung ist, dass wir irgendwann komplett die Haltungsbeschwerden bekommen, Fettleibigkeit und daraus resultierende Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Kein Sport, keine Bewegung führt natürlich dazu, dass wir altern. Das ist, glaube ich, mehr als offensichtlich. Ja? Und ich wollte einfach mal für euch diese 6 Punkte hier zusammenfassen, dass auch wenn natürlich meine Aussagen, wenn ich so einen Post mache, die sind immer ein bisschen provokant, das mache ich mit Absicht, ne, um auch so ein paar
Kommentare herauszufordern, weil es mich auch ein bisschen amüsiert, dass die Leute sich dann immer so ein bisschen aufregen. Das mache ich auch mit Absicht so. Dennoch muss man einfach den Fakten in die Augen sehen. Und ich merke das immer wieder, wenn man ehrlich ist und wirklich auch die Wahrheit ausspricht. Für mich ist es die Wahrheit, wenn ich sage, ich bin schockiert, wenn ich jemanden lange nicht gesehen habe, weil er alt und fett geworden ist. Dann muss man das nicht verschönigen, weil ich kenne ja die Person und weiß auch ungefähr, was die machen. Das ist ja nicht so, dass das alles Genetik oder Umstände sind. Bei vielen ist es halt einfach auch leider die Faulheit oder auch, dass man sich selber nicht mehr wirklich so ernst nimmt. Und da appelliere ich nur, ihr müsst natürlich auch eure Gesundheit, selbst wenn ihr viel zu tun habt, das habe ich auch, irgendwo ja, vor Augen haben, eure Ernährung. Ne? Das kann ja auch schon helfen, einfach nur, sich das Rauchen abzugewöhnen oder das übermäßige Saufen am Wochenende. Das ist gar nicht böse gemeint. Ich will einfach damit aufmerksam machen. Und ich habe das Gefühl, der eine oder andere fühlt sich dann manchmal so irgendwie erwischt und fühlt sich dann persönlich angegriffen. Dabei ist es für mich tatsächlich einfach nur das vor Augen halten, um dem Menschen am Ende damit zu helfen. Manchmal muss man ein bisschen provozieren, damit man Leute überhaupt erreicht. Und gerade im Social Media, das wisst ihr genauso, wenn man das nicht macht, dann guckt das kein Schwein mehr an. Ich mache das viel zu wenig. Andere machen viel mehr Clickbait oder irgendwelche Titel, um die Leute zu erreichen. Ich mache das tatsächlich dann nur, um die Leute zu erreichen, um ihnen im Umkehrschluss eigentlich auch wieder was Gutes zu wollen, weil wenn ich sie damit erreiche, denken sie vielleicht mal drüber nach und ändern das Ganze. Ja? Deswegen hört auf, wenn ich sowas schreibe, mich direkt zu beleidigen oder mich irgendwie persönlich anzugreifen. Ja, das ist ja auch im Endeffekt meine persönliche Wahrnehmung. Und dann sagen Leute, ja, Görg, wie kannst du nur so empathielos sein, indem du eine andere Meinung hast? Nee, das ist ja in dem Moment meine Meinung und meine Meinung wird nicht akzeptiert, wenn ich sage, ich bin in dem Moment schockiert und das ist ja eine Reaktion darauf. Ja? Ich weiß gar nicht mehr, wieso ich mich hier wieder rechtfertige, aber ich habe das jetzt mal hier als Anlass nehmen wollen, um das einfach euch auch nochmal hier auf YouTube zu präsentieren, weil ich das interessant finde. Und natürlich, klar, ich habe meine Haare machen lassen und das konnte ich in dem Fall nicht beeinflussen. Ich glaube, das steht auf einer anderen Karte wieder, ja. Und dementsprechend müsst ihr mich nicht deswegen jetzt beleidigen, weil ich ja quasi auch was dagegen habe machen lassen. Es ist immer so ein bisschen schwierig, mit allen irgendwie d'accord zu gehen. Und ich versuche das trotzdem immer wieder. Deswegen habe ich hier das Video gemacht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr über das Thema Altern denkt. Es ist auch nicht schlimm zu altern. Ich werde auch altern. Aber gerade bezogen auf die Gesundheit, es geht nicht immer nur um die Optik oder ne, ob man schön aussieht. Ja, man kann tatsächlich, indem man den Lifestyle, und das sage ich ganz ehrlich, ein bisschen anpasst, auch in einem höheren Alter, und darum geht es am Ende, eine bessere Lebensqualität und Vitalität haben und muss nicht 1000 Pillen schlucken und ständig zum Arzt rennen. Darum geht es doch am Ende. Versteht es doch bitte, ja? Ich bin raus, euer Görki. Ciao. Just my kind of heat. Keep it on repeat. Testify the motion.